Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted 4 Thief's End. Heute geht es weiter, heute werden wir die letzten drei von diesen Typen da unten töten. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das machen. Das sollte nicht zu heftig sein, nachdem wir schon alles andere hier gemacht haben. Ideal wäre es eigentlich jetzt. Nein. Eigentlich wäre das ideal. So, und jetzt müssen wir nur noch ganz kurz warten, bis der da drüben wieder da ist und der andere wieder weg ist. Und dann töten wir einfach den letzten und dann haben wir es. Ja, Stealthen in dem Spiel, nicht ultra schwer, aber okay. Und tschüss, weh, hier ist noch ein letzter. Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, was? Wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Warum hätte das besser laufen können? Das war meiner Ansicht nach eigentlich perfekt. Aber gut. Okay, los bereit? Geht's. Komm, Sam. Nicht so lahmarschig. Okay, los. Geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Ja, Nate hat das schon häufiger gesehen. Und wo geht's jetzt hier lang? Oh, sliden. Und dann springen. Weil wir haben hier keinen Haken. Wobei, warum springen? Hier ist Boden, also. Keine Ahnung, warum springen. Okay. Da geht nicht mehr. Dafür ist dieser Baumstamm also da. Kommst du, Sam? Ich gehe nur auf Nummer sicher. Darüber. Ist da unten. Komm da unten raus, also. Oh, da oben war ein Schatz, garantiert. Ich glaube, ich werde kurz backtracken. Wow. Ziemlich spektakulär. Aha. Ich werde trotzdem kurz backtracken. Weil ich mir sehr sicher bin, dass ich hier gerade was übersehen habe, weil wofür ist denn sonst dieser ganze verfickte Stein hier? Oder einfach nur, damit hier ein verfickter Stein rumsteht. Das kann auch sein. Gut. Da oben. Was ist das? Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Ah, die Höhle. Die Höhle, die wir das letzte Mal gesehen haben. Okay. Bei dir aus. Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Okay. Hier oben geht's scheinbar weiter. Unten ist scheinbar nix. Ich sage immer scheinbar, weil wir wissen. So da oben. Das wurde doch nicht von den Mönchen gebaut. Sieht mir nach Piraten aus. Ganz genau. Ja, Piraten. Wie immer. Ich finde den Haken eigentlich sauge. Ich
höre sie. Ich habe sie noch nicht gehört. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, hä? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Was ist das hier? What the fuck? Was haben wir denn hier? Sehr piratisch. Das ist geil. Die hat zwar nur zwei Schuss, aber das nehme ich. Und den Schatz da auch. Ganz einfach, weil es geil ist. Ein Klappmesser. Ein altes Klappmesser. Zwar aber eigentlich nur ein Klappmesser. Das hier finde ich aber geil. Das ist so ein geiles Secret, was wahrscheinlich nicht jeder entdeckt. Umso geiler, dass ich, verplanter Idiot, das entdecke. Ich dachte, das wäre Sam. Bis in der Sekunde, wo der auf einmal den Pfeil drüber hat. Das ist nice. Oh, der nimmt mir den ab. Geil. Was passiert hier gerade? Einfach geiler Shit. Geilen Shit finde ich immer geil. Nee. Hier ist nix. Nichts Lebendes, außer uns beiden. Sam und mir. Waren das alle? Ja, okay, waren's. Diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Okay, ich dachte, wir kommen da rüber. Eine Leiter. Okay, ich möchte aber erstmal schauen, was dort drüben ist. Ich mag es, wenn ich so was anderes noch exploren kann. Wo zum Beispiel Schätze sind. Das war aber recht offensichtlich. Und ein geiler Schatz. Ein Zinnkästchen singender Vogel. Singt er jetzt für mich? Ich höre nichts, also. Wahrscheinlich nicht. Hat schon vor langem zu singen aufgehört. Ist schon lange in Rente, der scheiß Vogel. Ist da unten was? Nee. Okay. Gut, dann Treppe. Na los, komm. Ich helfe dir hoch. Okay. Oder Leiter. Räuberleiter. Räuberleiter stimmt bei uns sogar. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Okay. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Okay, das finde ich gut. Okay, das ist eine clevere Idee. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben. Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Das heißt, fette Beute voraus. Warum geht's hier nicht weiter? Ich bin hier zu. Geht's hier vielleicht. Nee? Weiter hangeln kann man sich auch nicht. Nee, umstoßen kann man das Ding, glaube ich, auch nicht. Von daher. Shit. Hallo? Achso, so kann ich's losmachen. Nee, es ist aber eine gute Frage. Wie geht's hier weiter? Runterspringen ist, glaube ich, gleich tot.
Oh, ich habe aber noch eine Idee. Das wird wahrscheinlich auch mein Tod sein, aber immerhin. Das ist ein geiler Tod. Daran können wir hochklettern. Das habe ich ganz alleine rausgefunden. Ich bin jetzt irgendwie stolz auf mich, weil das war nicht allzu offensichtlich. Zumindest meiner Ansicht nach. Wahrscheinlich denkt sich jetzt jeder andere, das war eh die einzige Möglichkeit. Ja, heul nicht so rum, Sam. Okay. Hier lang. Verstehe. Echt cool. Danke. Der hält Sam aber... Hat da gerade was geblitzt? Keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur eine Schneeflocke, aber... So. Okay. Vielleicht keine so gute Idee. Heilige Scheiße. Hey, sei vorsichtig an der Ecke da. Achtung! Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Okay, nee, ich glaube, hier ist falsch. Okay, einfach mal über Sam drüber. Wo geht's denn hier weiter? Ah, hier? Und hier? Okay. Und hier? Hoffentlich hält's. Okay, hoch. Dann hier rein, oder? Schätze ich mal. Gut. Und Rafe jagt immer noch Dinge in die Luft. Ich war das kein Fehler. Oh. Holy fuck. Nathan! Hier unten. Das Lippenteil ist gebrochen. Und jetzt? Die andere Seite ist eine Leiter. Klettere da und hoch. Okay, ich versuch's. Wie komme ich da rüber? Ah, okay, ich habe schon eine Idee. So. Schon wieder. Hab's gewusst. Okay. Ja, was habe ich gesagt? Ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein... Sam! Von hier aus komme ich nicht zu dir. Aber wir kommen dort lang. Okay, ich glaube, wir müssen dort lang. Alternativweg. Oh. Ich fühle meine Hände nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ah, keine Sorge. Ja, im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Deshalb haben wir wohl 10. Deshalb haben wir 10. Warum? Wie kommt Sam auf einmal dorthin? Das ergibt für mich keinen Sinn, aber... Okay. Ich fress einfach mal. Wobei, nee, wir müssen jetzt zu ihm, oder? Ja, wir müssen zu ihm. Ich dachte gerade schon... Ich helf dir hoch. Nee, es geht schon. Achso, doch. Nee, ich brauche Hilfe. Sam? Okay. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause. Mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Ich will auch einen heißen Kakao. Aber ich kann mir dann nach der Aufnahmesession einen machen, im Gegensatz zu euch beiden.
So, ich glaube, es geht nicht dort entlang zur gähnenden Klippe, aber ich schaue, ob ich das Kreuz noch inspizieren kann, weil Sam hat, glaube ich, gerade irgendwas. Sieh mal. Ungefähr dort. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Klingt gut. Ah, oh, okay. Interessant, aber das hier ist eins der zwei Kreuze, das heißt, irgendwo dort hinten, dort ganz hinten, direkt neben Nathans Kopf, ganz genau direkt daneben, da muss irgendwo das unterirdische Ding sein. Das ist geil, das ist hier so weitläufig, viel geiler noch als die Vorgänger, also ganz ehrlich, bis jetzt richtig geil das Spiel. Los. Okay, das ist recht simpel. Also, simpel. Ho, ho. Mensch. Oh, nein. Oh, nein! Ich habe nicht gewusst, dass ich da jetzt sterbe. Das war nicht so tief in meinen Augen. Aber okay. Wenn es zu tief ist. Mensch. Oder können wir hoch? Nee. Für mich ist das gerade irgendwie der einzige Weg hier. Warum bin ich gerade daran verreckt? Der Sturm kommt näher. Du warst zu lange im Südsudan. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptilien. Das heißt Kaltblüter, ihr Penner. Ich weiß. Okay, da unten ist noch ein optional Weg. Was im Normalfall bedeutet, dass da was gut ist. Wir könnten außen rum gehen. Wer hat gerade Hö gesagt? Wer hat Hö gesagt? Ah, shit. Boah. Ah. Nee, das sind zu viele hier. Der eine würde mich sehen. Sind doch ein paar mehr, als ich gerne hätte. Sie sind hier, ey. Fuck! Geile Piratenscheiße jetzt hier. Was? Ich hatte nur einen Schuss? Ich hatte doch zwei. Ich werde garantiert sterben. Oh, das ist ein Feind. Ich dachte, das wäre Sam. Danke. Ich muss kurz in Deckung. Das war's. Zeig dich endlich! Ah, reines Glück! Nein, nein, nein! Das ist Granate! Scheiße! Das ist kein Gegner! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Warum ist Nathan nicht in Deckung gegangen hinter den verfickten Kisten? Okay. Neuer Versuch, neues Glück. Schauen wir mal. Vielleicht können wir hier drüben irgendwo lang. Zum Beispiel da. Hier ist ja zumindest mal das hier, ja. Der hier macht mir irgendwie ziemlich Probleme.
Nee, der hat das nicht gesehen. Das finde ich nice. So, der da unten ist als nächster dran, sobald der wegschaut jetzt. Ja? Mhm. Ja. Schaut eigentlich okay aus. Bitte nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier dadurch sterbe. Hm. Geh da wieder weg. Ist jetzt ungut. Kann ich den... Ich kann den über die Distanz greifen. Willst du mich verarschen? Schon wieder? Wie vorher zwei Folgen oder was? Okay, jetzt schauen wir nochmal, ob hier... Ich hoffe, es sind nur die, die ich markiert habe. Da oben ist, glaube ich, die Höhle. Und ne, das ist die Höhle. Ne. Keine Ahnung, wo die fucking Höhle ist, aber vielleicht ist sie auch noch gar nicht hier. Ich will jetzt hier nur diese Stelle schaffen, weil ich weiß nicht, ob man es bemerkt hat, aber ich habe einen kleinen Cut gemacht, nachdem ich viermal verreckt bin an der Stelle. Nee, es ist gerade ungut, wenn ich auf den drauf springen würde. Okay. Schauen wir mal. Nee, jetzt ist es schlecht, wenn ich den da unten anspringe. Und ich glaube, selbst wenn ich beide ganz schnell hintereinander töte, so weit war ich noch nie, also ich möchte das jetzt nicht hier verscheißen. Bitte sag's. Fuck. Gut, wir sind sicher. Ja. Ich war's das mit den Idioten. Ja. Diese miesen Hornkinder, das war gerade heftiger Tobak. Müssen wir da lang? Oder woanders? Warum habe ich hier so Haken? Keine Ahnung, ich glaube... Es könnte da oben lang gehen, rein theoretisch. Nee, ich glaube nicht, dass ich so hoch komme. Aber, Moment. Hier sind ja Kisten. Okay, nein, die Kisten sind nicht dafür. Dafür kommen wir hier lang. Hey, oh, Vorsicht. Gott. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Ja, weil die können ja hier auch das Gute zerstören, wenn man mit Dynamit gräbt. Egal. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Und, einzige Stütze? Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal.
Na, scheinbar ist alles gut gegangen. Okay. Rutschpartie mit anschließendem Absprung über dem Todesgraben. Nathan, hier lang. Eine andere Möglichkeit gibt es scheinbar nicht. Wir müssen aber, glaube ich, da hoch. Lass mich mal kurz schauen, ob es hier hochgeht. Ich will meinen, ich habe da oben gerade einen Schatz verflimmern. Ne, das ist nur Schnee, glaube ich, da oben. Egal, ich würde sagen, wir schauen, wie wir da runterkommen beim nächsten Mal. Ich kann es leider nicht garantieren, dass ob die Folge vielleicht zu kurz, zu lang ist, weil, wie gesagt, ich habe ein paar Tode höchstwahrscheinlich rausgeschnitten, weil sonst wird die Folge fast 45 Minuten gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Uncharted 4 A Thief's End und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.